Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 102: Gesellschaftsübergreifende Eheangelegenheiten. Zweiter Teil. Die drei marschierten vor die Tore von Hogwarts, damit sie apparieren konnten, denn weder Ginny noch Hermine wollten sich das Kleid im Kamin schmutzig machen. Sie hatten das Herrenhaus, in welchem Sirius und Anne die Hochzeit arrangiert hatten, sofort erreicht und man konnte schon ein wenig Trubel sehen. Viele schick angezogene Leute waren mit Autos vorgefahren, aber hier und da hörte man auch das Plopp von Zauberern und Hexen, die per Apparation ankamen. Sieh mal, das sind Remus und Tonks mit ihren Eltern, sagte Ginny aufgeregt. Mit Tonks war sie schon immer super zurechtgekommen und sie musste jedes Mal daran denken, wie sie zusammen im Grimmelplatz gesessen hatten und Tonks ihre Schweinenase vorgeführt hatte. Ginny winkte hinüber und Tonks winkte fröhlich zurück. Harry blickte sich um und diejenigen, die er erkannte, waren durchweg Bekannte und Freunde seines Patenonkels und er bemerkte ganz richtig, das sind alles Leute vom Orden. Harry erkannte auch Beth, die neben einer anderen jungen Frau stand, die einen vielleicht 10-jährigen Jungen an der Hand hielt. Diese Frau hatte er an dem Abend gesehen, an welchem er in Annes Küche den Antrag für seinen eigenen Hauselfen ausgefüllt hatte. Plötzlich kam Molly auf ihn zugestürmt und sie drückte ihn fest an sich und grüßte. Mein lieber Harry, lass dich ansehen. Hast dich nicht verändert. Sie richtete seinen Kragen und sagte. So ein Anzug steht dir, mein Guter. Sie lächelte ihn warmherzig an, bevor sie ihre Tochter drückte und sagte. Ginny, Schatz, es ist so schön, dass du kommen konntest. Bill hat kurzfristig einen privaten Auftrag als Flugbrecher angenommen und wird leider nicht kommen. Und Charlie kann auch nicht, weil die neuen ukrainischen Eisenbäuche bald schlüpfen. Und er ist dazu verdonnert worden, auf die Viecher aufzupassen. Das ist aber schade, sagte Hermine und gleich darauf wandte sich Molly ihr zu, um auch sie herzlich zu umarmen. Hermine, wie geht's? Lass dich ansehen! Molly trat einen Schritt zurück und betrachtete Hermine, der dies etwas unangenehm zu sein schien. Hübsches Kleid, wirklich sehr hübsch, kommentierte Molly das blaue Kleid. Ginny grinste und sagte, ja, es ist hübsch. Aber etwas luftig. Hermine warf Ginny einen bösen Blick zu, während ihre Mutter nur fragend die Augenbrauen zusammenzog, sodass Ginny erklärte. Da ist ein kleines Missgeschick passiert und ich habe gehofft, du könntest... Sie wurde unterbrochen, als Remus alle Gäste aufforderte, doch endlich hereinzukommen. Denn draußen hatten sich hier und da kleine Menschentrauben gebildet, die sich aufgeregt miteinander unterhielten. Alle folgten Remus Bitte und Molly war plötzlich verschwunden, hatte sich aber die Tragetasche mit Nikolas geschnappt und ihrer Tochter gesagt, dass sie sich etwas um den Jungen kümmern würde, damit Ginny ein wenig Zeit für sich und Harry haben würde. Also, begann Harry, wenn wir mal Zeit für uns haben möchten, dann weiß ich schon, wohin wir Nikolas geben können. Danach hielt er den beiden Frauen seine Armbeugen entgegen und Hermine und Ginny hakten sich bei ihm unter, bevor sie den anderen Gästen folgten. Das Herrenhaus war ein wunderschön beigefarbenes Dreiflügelhaus mit weißen Fensterrahmen und zinnoberrotem Dach. Die rundliche Grünanlage direkt vor dem Haus konnte man rechts oder links umgehen und so teilte sich die Gästeschar auf dem Weg zum Haus. Während sie sich dem Haus näherten, unterhielten sich Ginny und Hermine darüber, wie hübsch das Anwesen wäre. Und als sie ein paar Stufen des Hauses hinaufgingen, hielt Hermine kurz inne, um die Bronzeplatte an der Wand zu begutachten, die verriet, dass dieses Haus seit 1706
hier stehen würde. Drinnen traf Hermine auf die erste Hürde, denn die Gäste gaben ihre Mäntel und Jacken an einer Garderobe ab. Doch Hermine hatte noch immer den Riss im Kleid. Ginny bemerkte, dass Hermine sich versteift hatte und sagte daher: Wir beide behalten die Umhänge eben an. Wird schon keiner meckern. Unmerklich hielt sie Ausschau nach ihrer Mutter oder zumindest nach Remus, denn beide könnten Hermine helfen. Aber es war nur Remus zu sehen und der hatte alle Hände voll zu tun. Es schien so, als hätte man ihn damit beauftragt, sich um die Gäste zu kümmern und ihnen zu zeigen, wo sie sich hinbegeben sollten. Harry betrachtete weiterhin die anderen Anwesenden und er bemerkte, natürlich in einer Ecke stehend, Alistair, der sich einen Schluck aus seinem Flachmann gönnte. Kingsley war auch hier und unterhielt sich mit Arthur. Etwas weiter ab standen wieder Beth und ihre Freundin, die recht eingeschüchtert wirkte, doch der Junge an ihrer Hand schien munter und aufgeregt und er schaute sich mit großen Augen alle Leute an. Die Zauberer und Hexen waren leicht zu erkennen, denn die trugen ihre Umhänge oder wallende Kleider, während die Muggel normale Anzüge trugen und die Damen in dezente Garderoben gehüllt waren, ähnlich denen von Hermine und Ginny. Dann fiel Harry plötzlich etwas auf und er sagte zu seinen beiden Begleiterinnen: Wenn ihr euch mal so umseht, dann gehen wir drei eindeutig als Muggel durch, jedenfalls was die Kleidung betrifft. Hermine stutzte, doch nachdem sie kurz die Gäste überflogen hatte, stimmte sie zu. Ja, hast recht. Ist doch auch in Ordnung. Muss ja nicht jeder so bunt angezogen sein wie Daedalus. Gleich nach ihrer Anmerkung nickte sie in eine bestimmte Richtung und da sah man ihn. Daedalus Diggle. Mitglied des Orden des Phönix, wie er in seinem lilafarbenen Zylinder und flaumenfarbenen Umhang von einer Person zur anderen lief, um alle zu begrüßen, selbst die, die er gar nicht kannte. Harry fiel eine Frau Mitte 50 auf, die etwas verloren schien. Dem Aussehen zu urteilen, könnte sie Annes Mutter sein, denn sie sah genauso unscheinbar und nett aus wie die Braut. Seine Vermutung bestätigte sich, als Beth sie zu sich rief und sie Miss Adair nannte. Plötzlich verdunkelte sich der Raum ein wenig, doch nur, weil Hagrid zur Tür hineingekommen war und das Tageslicht, welches von draußen hineinschien, mit seinem massigen Körper völlig verdeckte. Jetzt konnte man mit Sicherheit sagen, bei welchem Gast es sich um einen Muggel oder um einen Zauberer handelte, denn den Muggeln stand der Mund offen und die Augen waren aufgerissen, während die anderen Hagrid höchstens kurz grüßten, ohne ihn weiterhin zu beachten. Als Hagrid an den Gästen vorbeischritt und jedes Muggel-Augenpaar auf ihn gerichtet war, hörte man plötzlich den Jungen, der bei Beth und ihrer Freundin stand, erstaunt rufen: Wow, Mister! Sie haben auch zweimal hier gerufen, als Gott die Größe verteilt hat, oder? Die Mutter des Jungen sah aus, als würde sie wegen der Bemerkung ihres Sohnes am liebsten im Erdboden versinken. Doch Hagrid lächelte nur, was man nicht an seinem vom Bart verdeckten Mund erkennen konnte, sondern an den fröhlichen Lachfalten um die Augen herum, bevor er mit seiner brummigen Stimme freundlich antwortete. Dreimal sogar, mein Junge, dreimal. Die Gäste lachten, einige aus Erleichterung, andere aus reinem Vergnügen. Während die meisten noch Hagrid hinterher schauten, fiel Harrys Blick erneut auf die große Haustür, denn es traten gerade Albus und Minerva ein und sie hielten, wie er es am Tag nach Voldemorts Tod schon ein einziges Mal hatte bemerken dürfen, sich an der Hand. Als Minerva und Albus recht nah an Harry, Ginny und Hermine standen, kam Alistair zu den beiden, um sie zu grüßen, und man hörte ihn zu Albus sagen: Hübscher Umhang mit den ganzen Sonnenblumen und Schmetterlingen. Albus stimmte Alistair zu und erklärte: Ich dachte mir, zu einem so fröhlichen Anlass gehört eine Garderobe, die die Freude des heutigen Tages widerspiegelt. Minerva hingegen trug kein Schwarz wie üblich, denn man konnte bei genauerem Hinsehen erkennen, dass es sich um Dunkelrot handelte. Plötzlich hallte Tongs Stimme durch den Raum und sie sagte, noch im Gehen: Wenn mir alle bitte. Sie stieß gegen einen leeren Schirmständer,
der laut scheppernd zu Boden fiel. Tonks hob ihn schnell auf und fuhr fort, als wäre nichts geschehen. In den nächsten Raum folgen würden, dort gibt es einen kleinen Aperitif und ein paar Häppchen, bevor die Hochzeit beginnt. Bevor Albus und Minerva der Aufforderung ebenfalls folgten, hielt Ginny ihre Lehrerin für Verwandlung auf und fragte: Professor McGonagall, vielleicht könnten Sie helfen? Sie sind ja eine Könnerin in Verwandlung und möglicherweise wäre es ein Klacks für Sie, den Riss in einem Kleid verschwinden zu lassen. Minerva ließ ihren strengen Blick über Ginnys rotes Kleid schweifen, während sie steif fragte: Ist Ihnen ein kleines Missgeschick geschehen? Nein, nicht mir, antwortete Ginny und blickte hinüber zu Hermine. Und als Minerva ihrem Blick gefolgt war, bemerkte sie die gut durchbluteten Wangen ihrer ehemaligen Schülerin. Ich bin mir sicher, sagte Minerva zu Hermine, dass wir das Problem trotz Zauberverbots lösen können, wenn wir einen etwas privateren Raum finden können. Ginny zeigte hinter den beiden auf ein Schild, welches den Weg zu den Toiletten auswies, und die beiden Damen verschwanden kurz, während Albus, Harry und Ginny, wie alle anderen Gäste auch, bereits in den anderen Raum gingen. Nach dem kleinen Aperitif, nachdem nun alle Gäste eingetroffen waren, wurde man in einen anderen Raum gebeten. Drinnen waren die Stühle so aufgereiht, dass jeder nach vorn auf eine Bühne sehen konnte, die mit vielen Blumenbouquets geschmückt war. Dort stand an einem Podest ein älterer Herr, der unverkennbar die Arbeitskleidung des Zaubereiministeriums trug. Von Sirius wusste Harry, dass Susan diesen Mitarbeiter empfohlen hatte, während sie Anne und Sirius einige Tipps bezüglich der Hochzeit gegeben hatte. Bevor Harry jedoch fragen konnte, erklärte Ginny: Dad hat's mir erklärt. Sie lehnte sich an Harrys Schulter und sprach nahe an seinem Ohr: Der da vorne ist einer aus der Abteilung für gesellschaftsübergreifende Eheangelegenheiten. Und wenn der ein Paar traut, von dem einer ein Muggel ist, dann wird automatisch die Hochzeit auch im Standesamt der Muggelwelt dokumentiert. Die Papiere erscheinen dort einfach und ordnen sich automatisch in die richtige Ablage ein. Es würde später keine Probleme geben, sollte Anne zum Beispiel einen Ausweis neu machen lassen. Die Muggelbehörden wissen dann, dass sie Black heißt. Was es alles gibt, sagte Harry erstaunt, während er Ginny folgte, die inzwischen den Stuhlreihen durchführte, damit sie sich setzen konnten. Sie nahmen neben Molly und Arthur Platz, der die beiden auch gleich grüßte. Seine Tochter mit einem Kuss auf die Wange und Harry mit einem kräftigen Schlag auf die Schulter. Molly hielt den schlafenden Nicholas im Arm und war überglücklich, ihren Enkel mal ganz für sich alleine zu haben. Minerva und Hermine traten fast als Letzte in den Saal hinein, in dem die Trauung stattfinden sollte, und gleich darauf trennten sich ihre Wege, denn Minerva steuerte auf Albus zu und Hermine auf Harry und Ginny. Und? Könnte sie was machen? Wollte Ginny wissen. Ja, der Riss ist nicht mehr da. Man fühlt überhaupt nichts mehr. Sie versteht wirklich etwas von ihrem Fach, erwiderte Hermine voller Respekt. Während alle darauf warteten, dass der Bräutigam mit seinem Trauzeugen eintreten würde, ließ Harry erneut seinen Blick über die Gästeschar schweifen. Es waren definitiv weniger Leute hier als zu Hermines Geburtstag. Grob geschätzt waren es an die 30 Gäste, von denen er die Hälfte kannte. Hagrid und Olymp saßen weiter hinten auf Steinbänken, die ihr Gewicht aushielten. Verstreut konnte er noch Hestia Jones neben jemandem mit silbergrauen Haaren entdecken, den Harry als Alpheus Doge erkannte, und gleich daneben mit den strohblonden, dicken Haaren musste Sturgis Padmore sein, die alle dem Phönixorden angehörten. Kingsley hatte er vorhin schon kurz gesehen und der saß neben Alistair, der sich tatsächlich mal nicht mit dem Rücken zur Wand präsentierte. Plötzlich blitzte hellblondes Haar in der Menge auf und Harry machte Draco und Narcissa aus, die Susan in die Mitte genommen hatten. Narcissa selbst saß neben, und das erstaunte ihn sehr, Andromeda, gefolgt von Ted. Tonks saß gleich hinter ihrer Mutter, weil in der gleichen Reihe kein Platz mehr frei war. An dem Tag,
als Harry Wobble zugeteilt bekommen hatte, da saßen insgesamt 3 junge Frauen in Annes Wohnzimmer. Die eine war Bethany gewesen, die andere, deren Namen er noch nicht kannte, war mit dem Jungen, der neben Annes Mutter saß, aber die dritte war noch nicht hier. Endlich schritt Sirius herein, gefolgt von Remus. Sirius hatte sich voll in Schale geworfen, denn er trug einen beigefarbenen, stark taillierten Gehrock und darunter ein weißes Rüschenhemd. Seine sonst so wilden, schwarzen Haare waren etwas gezähmt und fielen ihm lockig über die Schultern. Im gleichen Moment, als Sirius den Gang zwischen den Stuhlreihen nach vorne ging, marschierte Severus die Winkelgasse entlang, um Mr. Ollivander einen Besuch abzustatten, damit er sich seinen neuen Zauberstab abholen konnte. Die Klingel über der Tür kündigte ihn als Kunden an und von weit hinten im Laden hörte er Mr. Ollivander rufen. Bin gleich bei Ihnen, Mr. Snape. Wie üblich wartete Severus stocksteif in der Mitte des Ladens, bis Mr. Ollivander sich endlich zu ihm gesellte. Der ältere Zauberer hielt eine Schachtel in der Hand und stellte einen triumphierenden Gesichtsausdruck zur Schau. Dann hob er die Schachtel und winkte Severus einmal damit zu, bevor er sagte: Der so lang ersehnte Zauberstab, Mr. Snape. Dann hielt er ihm die Schachtel entgegen und Severus ging bis nach vorn an die Theke, um die Schachtel zu öffnen. Zum Vorschein kam ein Stab, der aus einem sehr hellen Holz gefertigt war. Kaum hatte ihn Severus in der Hand, spürte er genau das gleiche, wohlige Gefühl, welches ihn schon beim Kauf des ersten Stabes überkommen hatte und ihm verinnerlichte, dass der Stab perfekt für ihn war. »Probieren Sie ihn ruhig aus, Mr. Snape!« ermutigte Mr. Ollivander ihn und Severus kam der Aufforderung nach. Ein einfacher Levitationszauber ging ihm so leicht von der Hand wie noch nie zuvor. »Das ist unglaublich«, sagte Severus verblüfft. Wie hatte er nur annehmen können, sein alter Stab wäre der beste gewesen, wo er jetzt diesen in der Hand hielt? Ein wortloser Aufrufezauber benötigte kaum Konzentration seinerseits. Bevor er fragen konnte, erklärte Ollivander: Der neue Kern Ihres Stabes besteht aus... Severus unterbrach und sagte: Einhornhaar. Verdutzt hob Mr. Ollivander beide Augen, bevor er bestätigte: Das Schweifhaar eines Einhorn, ganz genau. Mr. Ollivander kam um den Tresen herum und fügte murmelnd hinzu: Und Frauenhaar. Severus hatte das gehört und fragte nach: Etwa Wählerhaar? Ich dachte, mit solchen Stabkernen arbeiten sie nicht. Oh, auf Wunsch fertige Stäbe, auch mit ungewöhnlicheren Kernen an, aber nicht regulär, da haben sie recht. Aber es ist kein Wielerhaar. Das Haar einer Hexe ist es. Sorgfältig mit dem Einhorn verknüpft, erklärte Ollivander. Severus wollte gerade nachfragen, warum das Haar einer Hexe den Teil des Kerns ausmachte. Da erklärte Mr. Ollivander weiter, während er einmal auf den Stab zeigte. 10,5 Zoll, das Holz. Sie werden sicherlich bemerkt haben, dass dieser wesentlich heller als Ihr letzter Stab ist. Stammt von einer Weißbirke. Es ist ein sehr hartes Holz mit hohem Brennwert. Hohem Brennwert? Ich will damit nicht meinen Kamin befeuern, warf Severus spöttisch ein. Doch Mr. Ollivander ließ sich nicht dadurch stören. Die Weißbirke stellt in vielen Kulturen seit alters her einen heiligen Baum dar und wird mit Erfreulichem in Verbindung gebracht, erklärte Mr. Ollivander gewissenhaft. Der Baum ist ein Symbol des Frühlings. Darüber hinaus stellen Birken nur einen geringen Anspruch an ihre Umwelt dar. Severus unterbrach ihn und zischelte böse. Wollen Sie mit Ihren Erklärungen Parallelen zum Besitzer ziehen? Ich rede nur über Bäume, Mr. Snape, rechtfertigte sich Mr. Ollivander. Ich erkläre jedem Kunden, was es mit einem Stab auf sich hat. Nun... Wenn Ihnen die Informationen ausreichen, dann geben Sie mir 18 Galeonen und der Handel ist besiegelt. Würden Sie die Rechnung für diesen Stab freundlicherweise an Mr. Potter senden? Fragte Severus so höflich, wie es ihm möglich war.
aber sicher, das werde ich tun. Dann wünsche ich Ihnen ein frohes Schaffen mit dem neuen Stab. Wünschte Mr. Ollivander, während Severus sich bereits abgewandt hatte, um den Laden wieder zu verlassen. Severus hatte Ollivanders hinter sich gelassen und spielte auf dem Weg zum tropfenden Kessel mit dem Zauberstab herum, indem er kleine Steinchen auf dem Kopfsteinpflaster tanzen ließ. Er entschied sich dazu, vor die Tore von Hogwarts zu apparieren, damit er auf dem Weg über das Gelände seinen Stab noch ein wenig ausprobieren konnte. So marschierte er nach der Apparition langsam auf das Schloss zu, während er nebenbei kleine Äste mit dem Incendio entzündete oder größere Steine in Vögel und wieder zurück in Steine verwandelte. Bevor er Hogwarts betrat, schob er seinen Stab in den linken Ärmel, doch da hielt er auf seinem Weg plötzlich inne und zog ihn wieder heraus. Dieser jungfräuliche Zauberstab, der bisher keiner Menschenseele auch nur ein Haar gekrümmt hatte, verdiente es nicht, an der einzig bösen Stelle zu verweilen, die seinen Körper zierte. Der Stab war unverdorben und Severus wollte ihm einen neuen Platz geben, um ihn zu hüten wie ein Kind, ein neu erworbenes und heißgeliebtes Spielzeug hüten wollen würde, und so öffnete er seinen Umhang und ließ den hellen Zauberstab in seine Innentasche gleiten, sodass er ihn nahe dem Herzen tragen konnte. Severus' nächster Weg führte ihn in Gewächshaus Nummer 4, denn Pomona hatte vor einiger Zeit auf seine Bitte hin die neue Orchideenart angepflanzt und nun wollte er sich erkundigen, wie es mit den Pflanzen vorangehen würde. Er öffnete die Tür des Glashauses und bemerkte Neville, wie der sich mit einer Schere an den Orchideen zu schaffen machte, bevor er ihn bemerkte. Blumen spielten auch gerade auf der Hochzeit von Sirius und Anne eine Rolle, denn die Braut wollte, da die weiblichen Gäste sie dazu drängten, innerhalb der nächsten Viertelstunde bereits den Strauß werfen, obwohl ein Ende der Feier noch lange nicht in Sicht war. Das Ja-Wort hatten sie sich bereits gegeben und Molly hatte sich die Augen ausgeweint. Mehr noch als Annes Mutter, die sich ebenfalls in Tränen aufgelöst hatte. Nach der Trauung, die mit einer standesamtlichen Trauung bei den Muggeln zu vergleichen war, hatte man sich in den gelben Salon zum Essen begeben und nachdem die Gäste sich satt gegessen hatten, würde Anne den Strauß werfen. Hermine hatte trotz des sehr kleinen Frühstücks keinen Hunger mitgebracht und stocherte lustlos in ihrem Dessert, welches sie nach wenigen Minuten von sich schob, ohne auch nur einmal von dem Mousse au Chocolat gekostet zu haben. »Was ist denn nur los, Hermine?« fragte Harry besorgt, denn ihm war aufgefallen, dass sie weder von dem Fasan noch von dem Hirschbraten gegessen hatte und jetzt hatte sie sogar noch das Dessert beiseite gestellt. »Ich glaube, wenn ich auch nur einen Happen esse, dann platzen alle Nähte an dem Kleid«, sagte sie witzelnd. Doch ihre Bemerkungen hatte sie so gemeint, wie sie es gesagt hatte, denn es war nicht bei einem Malheur geblieben. Gleich im Anschluss fügte sie ernster hinzu. »Ich habe einfach keinen Appetit.« Ginny bediente sich an Hermines verschmähter Nachspeise und sagte, bevor sie den ersten Löffel nahm. »Du hättest 45 Galeonen drauflegen sollen und die hätten dir dein Kleid für mindestens ein halbes Jahr reißfest gemacht.« »Ich hab's vergessen, okay?« konterte Hermine ein wenig missgestimmt, sodass Tonks, die neben ihr saß, sie mit großen Augen anblickte. »Was ist denn in dich gefahren, Hermine?« wollte Tonks wissen, doch Hermine winkte nur ab. Die Sitzordnung war nicht eingehalten worden und so tingelten einige Gäste von Tisch zu Tisch, um sich mit jedem, den sie länger nicht gesehen hatten, unterhalten zu können. An Harrys Tisch saßen neben Hermine, Ginny und Tonks noch Hagrid und Olymp, die sich beide die Steinbank mitgenommen hatten, weil keiner der Stühle für sie groß genug gewesen war, geschweige denn ihr Gewicht ausgehalten hätte. Mit den beiden war der Tisch auch schon voll. Harry bemerkte, dass hinter Hagrid der Junge von vorhin stand und er langsam um die beiden großen Gäste herumging, bis die ihn bemerkt hatten. Da der Junge mit leuchtenden Augen Hagrid anblickte, fragte der mit seiner warmen Brummstimme: »Was kann ich für dich tun, Kleiner?«
Der Junge lächelte und fragte frei heraus, während er verlegen mit seinen Fingern spielte: Warum sind sie so groß? Hagrid lächelte zurück und fragte: Was glaubst du? Naja, meine Mama sagt, dass sie beide wahrscheinlich artige Kinder gewesen waren, die immer aufgegessen haben, antwortete der Junge. Gleich danach fügte er hinzu: Ich glaube aber, sie hat mich nur auf den Arm genommen. Hagrid und Olymp mussten schmunzeln, wie jeder andere am Tisch auch. Und dann sagte der Junge plötzlich: Ich habe mir den Herrn der Berge immer so vorgestellt wie Sie. Hermine dachte in diesem Moment, dass Hagrid mit dem Begriff nichts anzufangen wüsste. Doch da hatte sie sich getäuscht, denn er antwortete: Ganz recht, Junge. Ich bin zu den guten Menschen freundlich, aber die, die mich verspotten, bekommen meinen Zorn zu spüren. Hagrid hatte es nicht so gemeint, wie es geklungen hatte, was jeder hatte raushören können. Der Junge freute sich und lachte breit, bevor er sagte: Ich wusste, dass sie beide Riesen sind. Meine Mutter hat es mir nicht geglaubt, aber ich werde es ihr gleich sagen. Und schon stürmte der Junge los, um mir die Neuigkeit mitzuteilen. Anne bewegte sich langsam auf die freie Fläche zu, auf der später noch das Tanzbein geschwungen werden sollte, und Remus verkündete, dass nun der Brautstrauß geworfen werden würde. Alle ledigen Damen standen auf und verteilten sich auf der Tanzfläche, alle bis auf eine. Hermine, willst du nicht auch? Harry wurde arg unterbrochen, als sie beleidigt zeterte. Um mich zum Idioten zu machen? Jeder weiß doch, dass du und Ginny die Nächsten sein werden. Vielleicht sogar Draco und Susan, aber doch nicht ich, die ja nicht einmal einen Freund hat. Harry wollte das Thema fallen lassen, bevor Hermine noch bösartiger hinzufügte. Frage mich nur, warum Tonks gleich aufgesprungen ist. Ihre Chancen stehen ja wohl noch schlechter als meine. Diesmal war es Hagrid, der sie wegen ihrer Gehässigkeit ermahnte und enttäuscht und gleichzeitig rügend sagte: Hermine, sei nicht so. Plötzlich stand Remus am Tisch und fragte höflich: Hermine, möchtest du nicht auch nach vorn gehen? Um sich nicht die Blöße zu geben, stand sie auf und marschierte mit einem verbissenen Gesichtsausdruck auf die Tanzfläche, um sich seitlich von der Mitte zu positionieren, damit der Brautstrauß nicht auch nur annähernd in ihre Richtung fliegen würde. Weiter vorn sah sie Susan, die über das ganze Gesicht strahlte und immer wieder zu Draco schaute. Es waren gar nicht mal so wenige Frauen, die hier standen, sodass Hermine sich nicht völlig fehl am Platz fühlte. Selbst Bethany und Olymp hatten sich hier eingefunden. Natürlich auch Tonks, die sich keinen festen Platz ausgewählt hatte, sondern freudig auf dem Tanzparkett hin und her lief und sich somit die besten Chancen auszurechnen hoffte, den Strauß fangen zu können. Die andere Freundin von Anne stand ebenfalls hier und wie Hermine schien sie sich wenig Hoffnung zu machen, weswegen sie auch eher am Rande stand, aber noch viel weiter hinten als Hermine. Lächeln konnte Hermine erst wieder ein wenig, als sie Minerva unter den vielen ledigen Frauen bemerkte. Die ältere Dame schien sich nicht auf einen Hechtsprung vorzubereiten, sondern stand einfach nur stocksteif und geduldig hinter der wild umherhüpfenden Tonks und hoffte offensichtlich darauf, dass der Strauß ihr direkt in die Arme fallen würde. Es war Hermine ganz recht, dass Tonks mit ihrem überdrehten Auftreten die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog und sie selbst deswegen kaum Beachtung fand. Nur Harry blickte ab und an zu ihr hinüber. Wie auch Albus, der mit Alistair und Remus an dem Tisch saß, der Hermine am nächsten war. Doch Albus schien eher an ihr vorbeizublicken, um Minerva im Auge zu behalten. Sirius, der vorn bei Anne stand, kündigte an, dass sie den Strauß nun werfen würde, und er trat an seine Braut heran und drehte sie um, so dass sie mit dem Rücken zur wartenden Schar lediger Damen stand. Dann begann er, von drei an rückwärts zu zählen. Hermine schaute gar nicht nach vorn, sondern betrachtete die anderen Frauen. Besonders Tonks, die Spannung kaum auszuhalten schien. Erst als Sirius zu Ende gezählt hatte, blickte Hermine gelangweilt nach vorn und da sah sie plötzlich den Strauß auf sich zufliegen. Völlig geschockt von dem näher kommenden Objekt
blieb sie wie angewurzelt stehen, sodass der Strauß sie an der Wange streifte und an ihr vorbeiflog, sodass Tongs mit einem gekonnten Sprung die Blumen noch in der Luft fangen konnte, dass sie gleich darauf auf den Tisch von Albus fiel und am Ende in Alistairs Schoß landete, war ihr der Körpereinsatz offensichtlich wert gewesen. Die Menge klatschte und pfiff, und Hermine hörte Alistair krächzen. »Ich hoffe doch, du willst den Strauß nicht bei mir einlösen!« Remus half seiner Verlobten auf die Beine und küsste sie zaghaft auf den Mund, mit dem Wissen, dass alle Augen auf die beiden gerichtet waren. Hermine nutzte diesen Moment, um sich etwas zurückzuziehen und dann, ungesehen von den Gästen, ihre Hand an die brennende Wange zu führen, an welcher der Strauß sie gestreift hatte. Es hätte ihrer sein können, dachte sie sich. Allein schon wegen seiner Symbolik wünschte sie sich, ihn doch gefangen zu haben. Aber auch wenn der Gedanke daran, die nächste Braut sein zu können, romantisch war, so war es doch auch genauso unrealistisch und Hermine war immer ein Mensch der Logik gewesen. Sie bemerkte, dass die Wange langsam heiß wurde und sie bemerkte ebenfalls, dass ihre Augen heiß wurden. Weinen wollte sie hier nun wirklich nicht, obwohl es ihr gerade jetzt so schwer ums Herz geworden war, als Sirius auch noch mit der Braut zu tanzen begann und die ganzen anderen Pärchen auf der Tanzfläche folgten, da hielt sie nichts mehr hier und sie verschwand auf der Damentoilette, um von dort aus vor die Tore von Hogwarts zu apparieren. In ihrem Wohnzimmer riss sie sich das blaue Kleid vom Leib und das ging erstaunlich leicht. Niemand, nicht einmal Ginny, hatte Hermine anvertraut, dass das Kleid zwei weitere Male gerissen war, und zwar einmal an der Seite, als sie sich vor der Zeremonie gesetzt hatte, und das zweite Mal am Rücken, als sie die Arme nach oben gestreckt hatte, um Hagrid innig zu begrüßen. Sie zog sich eine zerrissene Jeans und einen alten Weasley-Pullover an und ließ sich entmutigt auf der Couch nieder, als sie den ganzen Tag Revue passieren ließ, und da begann sie leise zu weinen. Einen Raum weiter rollte Severus mit den Augen, bevor er zu dem Kniesel sagte: »Ich denke nicht, dass sie schon zurück sein wird, also sei still.« Doch der Kniesel machte Geräusche, die einem gequälten Tier gleich kamen und die Severus nicht länger zu ertragen bereit war. Genervt stand er von seiner Couch auf, legte das Buch auf den Tisch und ging zur Tür hinüber. Kaum hatte er sie geöffnet, stürmte der Kniesel direkt nach draußen und setzte sich vor Hermines Tür, um jämmerlich zu schreien. »Dummes Tier«, meckerte Severus, der sich der Tür näherte. In dem Glauben, Hermine würde noch auf der Hochzeit sein und fröhlich nacheinander mit allen anwesenden Junggesellen tanzen, öffnete er die Tür mit dem Passwort, welches sie ihm einmal gegeben hatte. »Fellini«, hörte ihre Stimme sagen, als sie den Kniesel erblickt hatte. »Tut mir leid, Hermine. Ich hatte nicht gedacht, dass sie schon zurück sein würden. Der Kniesel hat so einen Lärm gemacht, dass ich ihn davon überzeugen wollte, dass sie noch nicht hier wären. Offensichtlich hat sein Gespür ihn nicht getäuscht«, sagte er in kühlem Tonfall. Als er ihr Gesicht erblickte, sagte er trocken: »Sie sehen scheußlich aus.« »Was?«, fragte sie erstaunt. Er erklärte ihr nüchtern, dass sie aussähe, als wäre sie mit Farbkugeln bombardiert worden. Und ihr wurde klar, dass er nur das verlaufene Make-up meinen konnte, welches sie sofort komplett mit einem Wink ihres Zauberstabes und einem Spruch entfernte, den Ginny ihr einmal beigebracht hatte. Da sie schon so früh zurück war, bat er sie, ihn in seinem Labor zu begleiten. Hermine brauchte nicht lange nachzudenken, denn mit Arbeit konnte sie sich immer am besten ablenken. »Ich werde mir nur etwas anderes anziehen«, sagte sie. »Das ist nicht notwendig«, versicherte er ihr, sodass sie Fellini noch einmal kraulte, bevor sie mit Severus mitging, um sich ein wenig mit ihrer Arbeit zu zerstreuen. Im Labor öffnete Severus eine weiße Kiste und er entnahm mit einer Hand einen üppigen Strauß Orchideen, den er ihr entgegenhielt. Als sie nicht zugriff, drückte er ihr den Strauß einfach an die Brust und ließ ihn los, sodass sie zugreifen musste. Er entfernte sich einen Schritt von ihr
und sortierte einige Ampullen, die unordentlich auf einem Tisch herumstanden. Als Hermine die Blumen betrachtete, fiel ihr sofort ein, dass Pomona und Neville diese Orchideen züchteten, weil Severus seine Vorräte aufstocken wollte. Sie legte den Strauß auf den Tisch und nahm sich ein Messer, um die Pseudobulen von den Stängeln zu trennen. Im gleichen Moment, in welchem ihr auffiel, dass die Pflanzen gar keine Pseudobulen aufwiesen, hörte sie Severus verdattert fragen. Was machen Sie denn da? Sie blickte auf und sagte, ich dachte, ich sollte die Orchideen verarbeiten, aber... Sie blickte auf die Blumen und fügte hinzu. Die haben gar keine Pseudobulben. Die Orchideen von Ponoma bekomme ich erst später geliefert. Diese dort sind für Sie, sagte er, wenig romantisch klingend, bevor er sich weiter seinen Ampullen widmete, die keinerlei Aufmerksamkeit bedurften. Hermine blinzelte einmal, dann noch einmal, bevor sie das Messer weglegte und den Strauß Orchideen in die Hand nahm, um an ihnen zu riechen, was Severus aus den Augenwinkeln heraus beobachtete. Aber wofür? Er unterbrach sie und erklärte, ohne sie anzublicken. Für meine beleidigenden Worte Ihnen gegenüber bezüglich Ihres Alters und Ihrer Entscheidungsfähigkeit. Ah, ja, dachte Hermine. Weil ich gesagt hatte, ich würde Valentinus fragen und er mich deswegen hochgenommen hatte. Laut, sagte sie. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir waren doch quitt. Als er sie fragend anblickte, fügte sie schelmisch lächelnd hinzu. Das Seegras? Severus lächelte schief, weil er das Lächeln eigentlich unterdrücken wollte, und dann sagte er. Lassen Sie sich eins gesagt sein, Hermine. Dame oder nicht, das nächste Mal werfe ich zurück. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.